Willkommen zurück beim Studio Windtour. Ich bin Lucrezia und gemeinsam sind wir immer noch bei The Eyes of Era unterwegs. Und ihr habt euch jetzt schon das kleine Lichtchen da fliegen sehen. Die machen mich immer ganz wuschig. Und jetzt fliegt er wieder zu der Tür, da wo uns noch diese Köpfe fehlen zur Aktivierung. Also wir haben insgesamt 4 von 6 aktiviert. Also 2 fehlen uns irgendwie noch. Und da müssen wir echt mal gucken, wie wir das noch lösen können. Das fuchst mich ja, ja. Und ich... Wir hatten ja eigentlich Kapitel 2 abgeschlossen, aber so richtig mit zufrieden bin ich mit dem Ganzen irgendwie noch nicht. Weil wir immer noch mal überall was finden und irgendwie auch nichts so richtig fertig ist, gefühlt. Und ich jetzt irgendwie das Bedürfnis habe, nochmal zu gucken, ob ich irgendwo was übersehen habe, weil irgendwie... Es lässt mir irgendwie alles keine Ruhe. Hier waren wir ja im Keller. Da war aber nichts. Sehe ich das richtig? Moment. Wir waren hier im Keller. Was liegt da? Münzen. Ach nee. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man beim ersten Mal dahin geht, dass dann da nichts ist. Ja? Und jetzt hier... Ein Kopf. Der war nie da. Mal ganz ehrlich. Der war nie da. Ich komme mir jetzt ein bisschen verarscht vor hier. Oh Mann, ey. Ach so, das war ja, wo wir hier... Dann gehen wir aber jetzt auch nochmal da runter gucken. Also so manchmal... Und das ist ja eigentlich das von Kapitel 2, wo man nach oben geht. Muss nicht verstehen, oder? Oh. Das ist so blöd. Wenn ich jetzt hier... Warum steht die Stufe hoch und kann nichts machen? Wenn ich jetzt noch hier irgendwas finde, werde ich verrückt, ey. Dann gehe ich nach Hause. Dann könnt ihr mich mal hier mit euren Eyes of Error. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Nee, hier scheint Gott sei Dank im Moment nichts zu sein, was ich tun kann. Das ist ja echt, ey. Ich... Gibt's nicht, oder? Ist jetzt ein schlechter Witz. Ich spiele jetzt hier 30 Sekunden und schauen wieder was gefunden. Komme ich mir echt ein bisschen blöd vor. Das war das hinter der Küche, ne? Also bevor man in die Küche geht, genau. Aber hier ist jetzt Gott sei Dank auch nichts, nicht, dass ich hier gleich vom Glauben abfall. Also ich habe hier manchmal echt das Gefühl, ich gehe aus dem Spiel raus und gehe wieder rein und irgendwas hat sich verändert. Komme ich mir dann echt manchmal ein bisschen lächerlich vor. Aber ihr solltet den Kummer ja von mir gewohnt. Von daher klicke ich jetzt mal. So ein komisches Schild haben wir auch noch, wo wir noch nicht wissen, was wir damit machen sollen. Und dadurch war dann, dass wir irgendwie... Genau. Aber wenn ich nochmal auf die andere Seite möchte, muss ich... Das ging nicht mehr. Was war da noch? Da war nur die Notiz, ne? Ja, genau, das hatte ich schon vorgelesen. Dann gucken wir jetzt mal. Dann kann ich nämlich hier durchgehen und bin wieder auf dieser anderen Seite. Genau. Da ist aber jetzt aktuell... Ist hier nichts mehr. Sehe ich richtig, ne? Dem hatte ich das Schild abgenommen. Und der hat auch in der Zeit nicht angefangen zu singen, sodass ihm da jemand Münzen hingeworfen hätte. Okay. Da war ja auch eine Note aus dem Buch, was wir gelesen haben. Und jetzt fliegen hier die ganze Zeit die Lichter durch die Gegend. Das heißt, wir waren... Hier oben war ja auch nichts. Da haben wir schon 3-mal abgesucht. So, da hatten wir die Schilder aufgestellt. Das war... Dann sind wir hier durchgegangen und die Etage höher. Genau. Das war das. So, manchmal zweifle ich schon so ein bisschen an mir selber. Genau, da habe ich ja jetzt immer noch dieses komische Licht. Aber hier ist sonst... Ist hier nichts. Sehe ich das richtig? Erstmal. Alles entspannt und wir gehen nach oben. So, hier war der Durcheinander, wo wir die verschiedenen Sachen da hatten. Und das ist immer noch das, wo ich nicht weiß, was es tut. Es tut nämlich gar nichts. Aber noch ein bisschen aufgemöbelt, könnte glatt der eiserne Thron von Game of Thrones sein. Okay, da hatte ich auch mir die Sachen angeguckt. Und hier war irgendwie auch nichts, was ich noch irgendwie bearbeiten konnte. Weil
Das ging mir eigentlich zu schnell mit Kapitel 2. Dafür, dass ich bei Kapitel 1 so lange gebraucht habe, kann Kapitel 2 definitiv nicht fertig sein. Was war hier nochmal? Das war, glaube ich, das Bad. Genau, da hatten wir den Schrank. Da haben wir den Dollschrein gesteckt. Da waren diese komischen Vögel. Was ist... Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist das? Will ich das wissen? Puh. Alter Verwalter, ey. Puh. Das nenne ich mal, Dachboden. Oh nein, ein Radio. Wo ist es? Ich will es ausschalten. Wo ist es? Hä? Karl. Was ist da? Mach mal das Licht an. Nee, kein Licht und kein Radio. Oh, ist das eklig. Oh, nee, da muss ich wieder runter, sehe ich nichts. Muss ich erst gucken, dass ich eine Glühbirne finde. Ist hier eine Glühbirne? Nee. Hä? Wo finde ich denn jetzt eine Glühbirne? Hatten wir irgendwo eine Glühbirne? Könnt ihr euch erinnern, dass wir irgendwo eine Glühbirne gesehen haben? Was war das? Das war das eine, was wir so lange mit dem Codeknacken gebraucht haben? Nee, das war das nicht. Aber... Hier hatten wir dieses Leuchtdings da. Nee, nicht hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Jetzt gucke ich auch immer mal schön an die, brav an die Decke. Nicht, dass mir da noch irgendwas durch die Lappen geht. Finde ich ja echt alles... Ah doch, da war dieses gelbe Licht. Jetzt erinnere ich mich. So, aber hier ist irgendwie... Auch nichts. Ich habe auch so das Gefühl, dass dieses Schlafzimmer von Christopher war auch irgendwie nicht so ganz vollständig. Das war ja... Weil hier ist doch auch noch irgendwas. Hier, das haben wir ja auch noch nicht gelöst. Und die Kiste kriegen wir auch noch nicht auf. Ich gehe jetzt mal nochmal da rein. Das fuchst mich hier alles. Was rauscht hier so komisch? Ach, ist immer noch der Fernseher, den ich nicht ausschalten kann. Und das am Computer. Das ging hier erstaunlich schnell, ne? Da war ich ja echt cool. Ah, das hier haben wir auch noch nicht gelöst, ne? Was kann es? Nee. Es macht aber nichts. Was ist da? Moment. Kann ich da meine Kugel irgendwie einsetzen? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Kann ich das da hinziehen? Nee. Aber das hat wieder bestimmt irgendwas zu bedeuten, dass diese vier Lichtchen da... 1, 2, 3, 4, 5... Das ist aber das in der Mitte, ne? 1, 2... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Und davon sind aber nur... Vier an und das in der Mitte. Sehe ich das richtig? Das seht ihr auch so, ja? Und das in der Mitte ist an. Das in der Mitte ist an. Und was? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? 1, 2, 3? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind 7. 1, 3, 6, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 3 und die 5 ist an. 1, 3, die 5 ist an und die 7 ist an. Nee, war ver... Ah doch, war richtig. Oh. Und nu? Kann ich das nehmen? Oh, da war noch eine Leuchtkugel. Och ja. Oh Mann. So manchmal. Da gucken wir jetzt mal aber hier noch genauer weiter, ob wir hier noch mehr übersehen haben, wenn es da ja just mal die gerade die... Das hier hatten wir doch auch schon, das Journal. Ja. Astra und die Kinder reisen ab, haben wir gemacht.
Da geht's wieder raus. Das war das, was zugeht. Und hier war... Da lagen diese vier Deutsche. Da war dieses andere Ding. So. Aber wir hatten doch hier noch... Was war denn hier? Das Bad. Da war doch auch so erstaunlich wenig. Da lag dieses komische Buch. So. Und das, was mit dem Bild ist, das habe ich auch 1705. So. Was ist das? Ach ja. Okay. Ach ja. Also, ich lerne aus dieser Folge, ich muss noch viel genauer mich in den Räumen umgucken. Das ist ja echt hier zum Verrücktwerden. Aha, das war jetzt unsere Glühbirne, die wir gesucht haben. Aber, was ist denn das hier für... Also, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher... dass das beim ersten Mal, als wir drin waren, alles nicht ging. Ich finde es gerade echt erschreckend, was hier gerade so passiert. Aber okay. Aber wir haben jetzt eine Glühbirne. Das wiederum heißt, jetzt bin ich falsch rum rausgegangen, ist aber nicht schlimm, weil hier dürfte aber auch alles erledigt sein. Oh, da war noch was. Was da? Noch ein Bild. Oh, ein Monster. Okay. Das war die Notiz. Und was kann das noch? Kann nichts mehr, ne? Nee. Ich finde es jetzt gerade echt erschreckend, was wir hier noch alles gefunden haben momentan. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Wo war jetzt das Bad? Da vorne mit dem... Genau, mit dem Dachboden, wo wir eine Glühbirne gebraucht haben. Ich hoffe, dass meine Rechnung jetzt aufgeht und wir das hinkriegen. Genau. So. Uah! Oh, leck. Wo ist das Radio? Ich muss es sofort ausschalten. Oh, ich danke. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir erstmal hier in Ruhe gucken. Gott, was ist denn hier alles los? Lauter Bilder? Die blauen Lichter? Und vielleicht ist das die kleine, die Emma, von der wir ab und zu... Okay. Da ist auch wieder mit roten langen Haaren. Und das anscheinend das Anwesen. Okay. Okay, jetzt gucke ich aber hier gleich mal genauer. Das war ja das Radio, genau. So, und dann? Oh, die finde ich immer so komisch, wenn die so da... So, was gibt es jetzt hier? Was willst du mir hier oben zeigen? Dreistellige Zahlen, das habe ich mir da aufgeschrieben. SH2274 habe ich noch hier stehen, sonst habe ich irgendwie alles aufgebraucht von meinen Codes. Das haben wir von dem einen Prospekt da abgeschrieben. Das könnte doch dann mit dreistellig hinkommen, oder? Ich hoffe. Ist ja gut, dass ich mir die Sachen aufgeschrieben habe, dann müssen wir nicht so lange suchen. Yeah, ein Hebel! Endlich! Ich kann endlich diesen Hebel da einsetzen. Meine Güte. Haben wir sonst noch was hier? Jetzt freue ich mich aber hier wie ein Keks, ey. Aber hier scheint sonst nichts zu sein. Aber ich sage immer, hier ist sonst nichts, ja. Und dann gehe ich noch ein zweites Mal dahin und dann ist überall irgendwas. Das macht die Sache echt nicht besser. Was war da? Da war es im Dunkeln. Und jetzt? Oh Gott. Hier, meine Dinger. Ach, das ist das Zwillingsbild. Das heißt, ich suche jetzt immer noch eine dritte gelbe Sphäre. Oh, ja.
Okay. Wofür alles so ein Dachboden gut ist. Ah, jetzt muss ich erstmal mit dem Hebel da. Das muss ich jetzt zuallererst. Jetzt bin ich ja neugierig. Jetzt aber auf die Galoppi. Hier. Genau. Bin ich aber jetzt froh. So. Und dann? Ja! Gib's ihm! Ah, da ist die dritte! Oh, was bin ich happy. Oh, ein Erfolgserlebnis. Und hat gar nicht wehgetan. Also, das Spiel ist schon cool. Ich mach's echt gerne. Und ich bin auch so... Es hat so ein bisschen Edith Finch-Charakter. Und das finde ich irgendwie total cool. So, und jetzt? Ja, ein Sternlicht. Oh. Oh. Da freue ich mich doch. Jetzt muss ich erstmal hier weiter gucken. Was könnten wir hier denn noch haben? Oh, nee, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Weil ich muss ja dann noch auf jeden Fall ein zweites Sternlicht haben. Das hier ist mir eh irgendwie zu unheimlich. Aber was haben wir denn da? Ah ne, das waren diese Schalter. Genau. Aber will ich das jetzt wirklich machen? Wir gucken erstmal noch, was noch von Kapitel 2 zu machen ist. Weil ich kann doch hier irgendwie sehen, was ich schon alles gesammelt habe. Genau, ich habe noch keine Actionfigur gefunden. Erst 15 Münzen, erst ein Sternenlicht. 5 Fotos. Moment, das Bild, da kenne ich doch. Und ein Bild. Das Bild kenne ich. Und zwar, da mit der Uhr war auch noch was. Ich gebe nicht auf mit 17:05. Ich gebe nicht auf. Durch dieses eine Bild. Aber es tut sich nichts, ne? Es tut sich einfach nichts an dieser Uhr. Und da ist ja auch noch offen. Ich gehe nochmal runter. Weil... Wir haben noch keine Actionfigur und das Bild kommt mir. Das Bild? Das ist nämlich, wenn ich da lang gehe und dann die andere Seite hoch. Da! Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich komme da irgendwie nicht auf die andere Seite. Ich hätte gerne, Ah, Mist. Wir merken uns bitte, dass da hinten dieses Bild steht, ja? Und jetzt... Was habe ich übersehen? Vor allem, wo habe ich was übersehen? Wo habe ich was übersehen? Also wenn das Spiel uns eins gelehrt hat, dass wir auf alles achten müssen. Ganz ernsthaft. So, hier komme ich doch wieder in die Eingangshalle, ne? Ja. So, und was haben wir denn jetzt zum Beispiel, wenn ich... Wir sind ja jetzt auf Ebene 1. Wir haben 2 Actionfiguren. 27 von 30 München, 2 Sternlichter, 5 von 8 Bildern und ein Bild fehlt. Was war hier noch? Da war nur dieses Buch. Orion, genau. Das war dieses Poster, genau, Flammennebel. Und da lag ja hier noch ein Foto. Das kommt mir gerade alles echt irgendwie komisch vor. Ich traue der Sache da irgendwie nicht. Was fehlt?
Wir gehen mal noch hoch, den anderen Kopf aktivieren. Dem einer müsste da... Ah, da, genau. So. Und jetzt haben wir noch einen. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Ist hier in dem komischen Zimmer noch irgendwas? Da hatten wir eigentlich alles geguckt, war ich der Meinung. Ja, da war nur wieder das Journal, wo wir dann mit Zufall diesen Dolch aufgenommen haben. Ich muss ja jetzt hier überall die Decken absuchen nach der Aktion da mit dem Dachboden. Das haben wir auch gemacht. Was ist denn hier noch los? Radio? Die Notiz hatten wir meines Wissens auch. Okay. Hier geht's wieder raus. Hier haben wir auch alles gemacht. Also, ich behaupte mal, hier sind wir safe. Aber, ihr habt ja gesehen, behaupten kann ich viel. Da war damals das, hat jetzt hier alles runtergeschmissen und mich zu Tode erschreckt. Das haben wir gelöst. So. Aber es muss irgendwie noch da auf der Ebene da irgendwas muss ja auf jeden Fall noch sein. Wir haben da noch bei weitem nicht alles gelöst. Irgendwas habe ich grundlegend übersehen. Aber echt vom Feinsten. Das ist das Journal. Was ist da noch? Warum funktioniert... Das hatten wir auch schon mal. Da war ich mir nicht sicher, was da los ist. Das habe ich mir nämlich sogar aufgemalt. Da sind wir auch noch nicht drauf gestoßen. Ist hier denn sonst noch irgendwas, was uns... Das Radio haben wir ausgeschaltet. Gehen wir mal nochmal hoch. Ja, es tut mir leid, es werden jetzt mal hier so ein paar Folgen, wo wir hier rumirren, weil wir einfach de facto für mein Verständnis wichtige Sachen vergessen haben. Und wieso stellt sich diese blöde Uhr? Wieso lässt die mich nicht auf 17.05 Uhr stehen? Können wir das mal einer erklären? So, vielleicht brauche ich die Uhrzeit 17.05 Uhr, dann kann ich mir das merken, weil das war das Bild im Bad. Aber wieso macht sie denn nichts? Was haben wir denn? Das ist das Poster. Aber hier ist auch nichts, was ich irgendwie verwenden kann. Ich habe irgendwo ganz wichtige Sachen übersehen, glaube ich. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Irgendwas Wichtiges haben wir übersehen. Das ist echt komisch. Weil wir brauchen ja auch noch ein drittes Licht da für unser Sternenbild. Irgendwie. Was haben wir übersehen? Immer noch irgendwas da? Da rauscht immer noch der Fernseher, aber den können wir nicht ausmachen. Hier an dem PC waren wir ja schon. Die haben wir auch gelesen. Die Vitrine haben wir geöffnet. Das ist also nicht das Problem. Hier, das haben wir auch gemacht. Kann ich da oben irgendwo lang klicken? Das hier haben wir ja auch gelöst. Das war... Was ist... Da war das Journal. Und jetzt nochmal ins Bad. Wo wir ja eigentlich de facto... für mein Verständnis auch alles gelöst haben, außer da war das Buch. Hier, weil mit diesem 17.05 Uhr, ich habe gedacht, das wäre eine Uhrzeit. Weil das auf dem Bild da so draufsteht. Hat das andere Bad auch sowas?
Verstehst du, was ich meine? Hat es auch so komische Fliesen? Vielleicht ist da auch sowas. Wo man so. Nee. Da kann man nichts rücken. Es war auch nur ein plumper Versuch. Nee. Aber hier formt sich auch nichts zu einer Kugel. Gar nichts.